Jo Leute und damit willkommen zurück zu When It's Monday. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja die Sachen weiter geschafft haben, dann Comic bekommen haben, können wir ja eigentlich abgeben gehen jetzt. Nochmal mit dem Penner gequatscht haben, dann beim Psychiater waren, wo ein Alien ist, der ganze Zeit am Rumschreien ist, würde ich sagen, gehen wir mal das Comic wegbringen. Sollte eigentlich funktionieren jetzt. Alle Veränderungen, die du verursachst, ausgenommen Gegenstände zerstören, Dinge, werden in der nächsten Episode nicht zurückgesetzt. Denk daran. Okay. Deswegen. Ist das immer noch kaputt. Hey! Wie geht's meinem Lieblingsboss? Sieh an! Du hast ganz schön Eier, hier wieder aufzutauchen. Ich an deiner Stelle hätte das nicht gemacht. Geil, wenn ich gerade am Trinken bin. Ja, oder? Die Leute sagen immer wieder, wie tapfer ich bin. Ja, du hast Mut, hier einfach so wieder reinzuspazieren. Nach allem, was du getan hast. Was genau habe ich nochmal gemacht? Ich bin echt schlecht darin, mir Sachen zu merken. Soll ich die ganze Liste durchgehen? Na, ich bin jetzt schon gelangweilt und Sie haben noch nicht mal angefangen. Ich rede nicht lange drum rum. Dieses Paket hier muss so schnell es geht zur Sci-Fi-Convention. Aber um nichts in der Welt würde ich es dir anvertrauen. Sie, Sir, sind gefeuert! Was? Aber ich bin der Mitarbeiter des Monats. Hicks, ich sagte dir schon, das Alphabet rückwärts rülpsen macht dich nicht zum Mitarbeiter des Monats. Tja, die Dinge lägen anders, wenn wir hier in Irland wären. Wie auch immer, hau einfach ab. Ich will dich nie wiedersehen. Die Alternative wäre, dass ich dich mit bloßen Händen erwürge. Aber dich zu feuern ist immer noch einfacher. Wenn auch nicht so befriedigend. Ach, kommen Sie schon, das meinen Sie nicht so. Wir sind wie zwei Erbsen aus demselben Glas. Wie ein TV-Comedy-Duo. Wir sind unzertrennlich. Was würden Sie ohne mich machen? Naja, ich würde nicht die ganze Nacht wach liegen und mir Sorgen machen, dass mein Lager brennt. Mal wieder. Ich habe niemals das Lager in Brand gesteckt. Hicks! Oh, habe ich etwa das Lager angezündet? Wow. Sieht aus, als hätte dieses Paralleluniversum das Original mal wieder übertroffen. Moment. So funktioniert das gar nicht. Egal. Hau verdammt nochmal ab! Du bist gefeuert! Warum glauben Sie, dass Sie mich feuern können? Drohst du mir? Meinst du wirklich, dass das klug ist? Was habe ich Ihnen denn je getan? Du Arschloch! Was ist mit meinem Super-Zuckerschnecke-Katalog? Das war mein wertvollster Besitz! Das wusstest du genau! Meine Ehe ist wegen diesem verdammten Katalog zur Hölle gegangen! Und jetzt hast du ihn auf dem Gewissen. Also, eigentlich... Ich will's nicht hören! Raus hier! Naja, dann geben wir ihn mal, oder? Hier. Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihren tollen Katalog direkt hier habe? Was zur... Aber ich dachte, du... Ja, immer dasselbe. Sparen Sie sich das und geben Sie mir das verdammte Paket. Zeig her! Ich glaub's nicht! Oh, danke Gott, danke! Gott, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich meine, ich mache ja nur meine Arbeit. Sieht sogar noch besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und sogar in neuer Verpackung, was? Scheint so. Oh! Und ich dachte, er wäre in Flammen aufgegangen wie alles andere im Lager. Aber du hast das Feuer gar nicht gelegt. Du hast meinen Katalog gerettet. Weißt du, wenn das Ding nicht ein Vermögen wert wäre, könnte ich schwören, der gehört jemand anders. Aber das kann ja nicht sein! Ein Vermögen? Scheiße, ich wusste, da war was. Kleiner? Du bist ein verdammter Held! Ach, was rede ich? Du bist der Mitarbeiter des Jahres! Sehen Sie, ich wusste es doch. Hier, Kleiner. Ich weiß, dass du das Paket hier unbedingt ausliefern wolltest. Genieß die Convention. Hast es dir verdient. Oh, und vergiss nicht, den Lieferschein unterschreiben zu lassen. Ja, ja. Okay.
Wir sollten ihn nicht weiter stören. Er hat seinen blöden Katalog wieder. Und er ist sehr glücklich damit. Aber Vermögen wert? Naja. Selber schuld, wir hätten mal zuerst zu Mel gehen können, ne? Ach, Mel ist auch nicht da. Ich sollte jetzt keine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Hi. Die Arbeiterklasse, wie sie leibt und lebt. Hey, gute Arbeit, Bob. Danke, aber woher weißt du meinen Namen? Der steht doch da auf deiner Uniform. Ah, stimmt. Sehr aufmerksam von dir, Junge. Ja. Jemand wie du könnte in diesem Business ganz hoch hinaus, weißt du? Im Hydrant-Anmal-Business? Nein, danke. Naja, das ist nicht alles, was ich so mache. Wow, faszinierend. Nicht wahr? Kann ich mir vielleicht mal die Farbe leihen? Ist nur für eine Minute. Geht nicht, die brauche ich. Du hast nicht einen einzigen Strich gemacht, seit ich hier bin. Na komm, ist für einen guten Zweck. Ja? Was für einen? Naja, ich würde gerne eine Szene aus Braindead nachstellen. Sorry, die Farbe bleibt, wo sie ist. Besten Dank für gar nichts. Aber gern. Irgendwie müssen wir in die Farbe kommen, alles klar. Hier für dich, Bob. Ich will niemanden vergiften. Jedenfalls nicht heute. Mann. Vergiss es. Nö, warum nicht? Ich glaub nicht. Ich glaub, die gibt er nicht einfach so her. Ja. Wir schauen später nochmal nach. Ich weiß, dass es so kann. Oder. Ich will mal was gucken. Das ist voller Koalas, ey. Hallo. Na, lebst du wieder? Jupp. Mir geht's wieder gut. Hier haben wir eh nix. Wir gehen zu Con. Okay, Abfinder. Hinter. So. Obwohl. Wir müssen jetzt zu Con, ne? Stopp mal, Freundchen. Herrgott, was habe ich jetzt gemacht? Genau das will ich rausfinden. Sind Sie Mr. Hicks? Mr. Hicks war mein Vater. Sie können mich Randall oder Mr. Fantastic nennen. Ach, wissen Sie was? Ich will, dass Sie mich Mr. Fantastic nennen. Ganz vorsichtig. Ich will gleich zur Sache kommen. Ihr Freund Matthew Griffin wurde in seinem Apartment ermordet. Ermordet? Ja. Sind Sie sicher, dass es kein Selbstmord war? Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen. Oh nein, es ist nur... Er sagte, er würde sich umbringen, wenn das Remake von Wii die Besucher gestrichen wird. Und das wurde es und ich habe diese Tatsache vor ihm geheim gehalten. Aber möglicherweise hat er es herausgefunden. Als die zweite Staffel anlief, wusste ich, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Du kommst jetzt mit mir. Tut mir leid, aber ich habe echt zu tun. Das war keine Bitte. Ich sagte, du kommst mit mir. Okay, ist ja gut, aber fangen Sie nicht an, mich Susan zu nennen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Warte, ihr Kleiner. Sie sind der Boss. Randall? Oh mein Gott, Randall! Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Es ist Matt. Oh, was für eine Überraschung. Es ist passiert. Was genau? Matt, er hat's doch getan. Was? Wovon redest du? Er hat sich eingefroren. Freiwillig? Natürlich, weißt du. Er hat seit Monaten von nichts anderem geredet. Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Warum passiert mir sowas? Eigentlich überrascht mich das nicht. Meinst du, sie können irgendwas tun, um ihn zurückzuholen oder so? Ich meine, er ist doch nur eingefroren. Sally, das hier ist das echte Leben. Wenn Leute eingefroren werden, sterben sie. Ich wünschte, das hier wäre Futurama, aber das ist es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich tun würde. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben.
wenn es doch nun weggeben, das rückgängig zu machen. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder anschreien, nur weil er trinkt oder wegen seiner Science-Fiction-Sucht. Ich wünschte, es gäbe etwas, das ich tun kann. Rückgängig? Sally, es gibt keinen Weg, das rückgängig zu machen, also außer du findest einen Typen, der die Zeit zurückdrehen kann. Aber ansonsten musst du akzeptieren, dass Matt nicht mehr bei uns ist. Du, komm her, jetzt! Die Pflicht ruft. Frag sie auch gleich, ob sie jemanden bei der CIA kennt, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas. Es muss doch da jemanden geben, der sich mit Zeitreisen auskennt, oder? Sag ihn, Geld spielt keine Rolle. Ich kann seine Magic-Karten verkaufen. Bitte frag sie. Okay, mach ich. Okay, was wollen Sie von mir? Das mit deinem Freund scheint dich ja nicht so zu kümmern. Man gewöhnt sich an solche Sachen. Du bist es also gewohnt, Leichen zu sehen? Und es interessiert dich nicht mal, dass diese hier von deinem Freund ist? Wissen Sie, ich habe seine Leiche schon so oft gesehen. Du genießt das, oder? Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie sich nur mal sein Gesicht an. Ist doch ziemlich lustig, oder? Oh, bitte. Ich werde beweisen, dass du ihn umgelegt hast. Und wenn es soweit ist, werde ich dafür sorgen, dass du den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Das haben schon ganz andere versucht und sie alle haben versagt. Fassen Sie mich nie wieder an. Ich hab die Schnauze voll davon, jeden Tag dasselbe durchzumachen. Ich hab nichts getan. Kapiert? Jeden Tag? Sergeant, unsere Tests zeigen, dass die Temperatur des Eises bei 43 Grad unter Null liegt. Celsius oder Fahrenheit? Kelvin. Das ist nicht möglich, Ned. Es geht nicht tiefer als bis zum absoluten Nullpunkt. Tja, jetzt schon. Der Frostomatic 9000 ist der Hammer. Hey, Erddeppen. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier einen Verdächtigen zu verhören. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Verdächtigen los. Warum glaubst du, dass es Selbstmord war? Hören Sie, Matt war seit Jahren total besessen von der Idee, sich einzufrieren. Er sagte, er wolle eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Das ist etwas kompliziert. Armer Bastard. Und was hast du in der Gegend gemacht? Solltest du nicht auf der Arbeit sein? Ja, eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich Ihnen über den Weg gelaufen bin. Als ich meinen Boss das letzte Mal gesehen habe, gab es einen ziemlichen Anschiss. Seitdem gehe ich Ihnen eher aus dem Weg. Und was geht Sie das an, was ich in meiner Freizeit mache? Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich Ihnen über den Weg gelaufen bin. Tatsächlich? Amazon Express ist ziemlich weit von hier. Ich weiß, aber ich musste diese... Sekunde mal. Woher wissen Sie, wo ich arbeite? Es ist mein Job, Dinge zu wissen, Kleiner. Aber hier geht's auch nicht um mich, sondern um dich und was du weißt. Also komm schon, fang an zu reden. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin Kurier und ich liefere Sachen aus. Manchmal hier, manchmal dort. Immer auf Achse, Sie wissen ja. Immer auf Achse, hm? Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Gab es zwischen dir und Mr. Griffin Probleme? Eigentlich nicht. Warum? Ich stell hier die Fragen. Warum hast du ihn in den Kühlschrank gesperrt? Hab ich nicht. Also hast du jemand anderes für die Drecksarbeit angeheuert, hä? Verstehe. Oh, jetzt mal im Ernst, sehe ich so aus, als könnte ich mir einen Auftragskiller leisten? Ich sag dir mal lieber nicht, wie genau du aussiehst, Kleiner. Weißt du, warum du hier bist? Heute? Keine Ahnung. Warst du gestern etwa auch hier? Tja, also das ist eine lange Geschichte und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir die abkaufen. Ich hab reichlich Zeit. Erzähl mir alles, Kleiner. Okay, also... 15 Minuten später. Und deswegen muss ich Doc retten, bevor ich den DeLorean an eine Dampflok ankoppel, um in das Jahr 1985 zurückzukehren. Nein. Moment, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Genug, ich will kein Wort mehr hören. Sergeant, wir sind hier fertig. Und? Tja, so seltsam es klingt, es war Selbstmord. So begeht doch niemand Selbstmord. Wer wäre so dämlich? Matt! Matt ist so dämlich! Haben Sie Matt jemals getroffen? Schnauze, mit dir bin ich noch nicht fertig. Und ihr? Was macht euch so sicher, dass er das selbst getan hat? Da ist ein Abschiedsbrief am Kühlschrank. Da steht was von einer Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird. Handschrift habt ihr geprüft? Ja, wir haben sie mit den Drohbriefen verglichen, die er an die Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat.
Passt. Warum sollte jemand die Ärzte ohne Grenzen bedrohen? Naja, Matt dachte, sie hätten seinen Hund entführt. Weiß auch nicht mehr warum. Dann habe ich rausgefunden, dass Matt nie einen Hund hatte. Seine Freundin hat ebenfalls bestätigt, dass er schon oft darüber gesprochen hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen. Na, vielleicht ist die Welt ohne ihn besser dran. Okay, wenn wir dann durch sind, verschwinde ich mal. Ich habe noch zu tun. Hey, nicht so schnell. Der Einzige, der hier abhaut, bin ich. Ich muss ein paar Fakten überprüfen. Werd mal ein paar Informationen einholen. Oh, kommen Sie schon. Sally ist auch schon weg. Das Mädchen war völlig durch den Wind. Sie musste mal nach Hause und etwas runterkommen. Ja, also ich könnte auch etwas Ruhe brauchen. Mir gehen langsam die Kopfwitze aus. Großartig. Vielleicht kommt dann mal was Zusammenhängendes aus deinem Mund. Erwarten Sie nicht zu viel. Du dreckige Made. Du gehst nirgends hin, bevor ich nicht ein paar Anrufe gemacht habe. Oh, kommen Sie schon, ich muss noch. Du musst gar nichts. Der Verdächtige verlässt diesen Raum unter keinen Umständen. Ja, Sergeant. Ja, Sergeant. Sie können mich hier nicht festhalten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nichts getan habe. Vielleicht. Aber ich hab dir ja gesagt, dein Gesicht passt mir nicht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Naja, wenigstens hat er mich dieses Mal nicht Susan genannt. Ja, stimmt halt, ne? Das stimmt halt. Guck mal hier hinten. Ist mir da mal eine Sprühdose. Raumdeo, okay. Das Raumdeo, mit dem Sally den Fußgeruch aus dem Wohnzimmer vertreibt. Ja, was soll das werden? Beklaust du gerade deinen toten Freund? Mann, wir stehen direkt daneben. Ich hab nur ein bisschen sauber gemacht. Lass einfach alles, wie es ist, okay? Ist ja gut. Ihr habt das Sagen. Tschüss. Wenigstens kommen die uns hier nicht hinterher. Ein paar Biere. Und wieder eingesteckt, natürlich. Die geht ja immer noch nicht, ne? Eine alte Mikrowelle. Die muss ich nicht nehmen. Okay. Der Blendomatic 9000. Es gibt nichts Besseres. Das lasse ich mal. Okay, die Innereien sind immer noch drin, okay. Du hast es also endlich geschafft. Verdammter Irrer. Ich vermisse dich jetzt schon, Kumpel. Er ist gefroren. Dann steck ihn doch ein, ist doch egal. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Aber wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand, der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25:17. Okay. Läuft bei ihm. Mal wieder. Muss die Versuchung widerstehen. Ihr seid immer noch dasselbe. Wir können nichts machen, ne? Naja. Hallo. Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Kann ich nicht mal kurz nach Hause? Ich glaube, der Ofen ist noch an. Glaube nicht, dass das unser Problem ist. Echt jetzt? Was, wenn mein Mitbewohner draufgeht? Solltet ihr nicht sowas wie Polizisten sein? Nö, wir sind nur Tatortermittler. Wir analysieren Blutproben, machen Fotos, suchen nach Fingerabdrücken. Verdammt richtig. Und weißt du, wenn's bei dir brennt, dann ist es eigentlich nur gut für uns. Wir lieben unseren Job. Und da sagen die Leute, ich sei seltsam. Ist was dran falsch, seinen Job zu mögen? Nur weil wir immer an Tatorten sind, umgeben von Leichen und Blut, heißt das noch lange nicht, dass wir die Bösen sind. Genau. Wir sind eben gern in der Gesellschaft von Toten. Na und? Alter, was zur Hölle? Was? Ich stimme dir doch nur zu, Mann.
Wo ist da das Problem? Das Problem ist, dass wir wegen dir wie Psychos klingen. Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Ja, aber wegen solcher Kommentare nennen uns die Leute Laborfreaks. So nennen die uns? Wenn Blutproben und sowas zu nehmen euer Job ist, dann seid ihr ja nicht wie normale Polizisten, oder? Was wäre euer Problem damit, wenn ich einfach gehe? Ihr braucht mich doch überhaupt nicht. Also außer ihr wollt nach Fingerabdrücken auf meinem Arsch suchen oder sowas. Spar dir das, Klugscheißer. So läuft das nicht. Wenn Sergeant Kramer uns einen Befehl gibt, befolgen wir den. Mit dem Bastard wollen wir uns nicht anlegen. Ja, die haben echt keinen Bock auf den Typen, kann das sein? Warum nehmt er von dem Arsch überhaupt Befehle an? Das ist ein verdammter Tyrann. Seine Kombinationsgabe ist aber schon verdammt gut, oder? Kleiner, wir mögen ihn genauso wenig wie du. Aber du musst ihn auch nicht jeden Tag sehen. Dann lehnt euch halt auf! Auflehnen? Hey, ist schon klar, dass du hier einfach nur raus willst. Aber glaubst du echt, wir sind so dämlich? Sieht nicht so aus. Ein Versuch war es eben wert. Hey, ich hab da eine Menge Eis draußen im Flur. Wollt ihr eins? Glaub, Gefrorenes hatten wir heute genug. Oh ja. Sicher? Ich hab Traube, Mango, Zitrone, ihr wisst schon, Premium-Sorten. Traube? Nett, nicht. Lass dich nicht von ihm einwickeln. Merkst du nicht, dass das nur ein Trick ist? Du bist hier also die Stimme der Vernunft, ja? Tja, du etwa? Scheint ganz so, ja. Alles ist ein Versuch wert. Wenn man es nicht versucht, dann nützt das ja nichts, oder? Was haltet ihr von seinem Abschiedsbrief? Mir tut das arme Mädchen leid. Wenn er sie so sehr liebte, warum macht er dann sowas? Ah, wer weiß. Liebe ist ein Mysterium. Wir werden es wohl nie erfahren. Vielleicht hat er den Ring verloren. Den Ring? Den Ring? Ja, seinen Verlobungsring. Hatte sie nicht gesagt, dass die beiden sich gerade erst verlobt hatten? Tja, und sie hat keinen Ring getragen. Sehr scharf beobachtet, Ted. Kommt schon, Leute. Ein Ring? Bullshit, wer würde denn wegen sowas Blödem Selbstmord begehen? Passiert ständig. Letzte Woche hat sich erst einer umgebracht, weil er seine Tacos, die er gerade erst geholt hatte, im Taxi vergessen hat. Die Leute tun sich das aus den verrücktesten Gründen an. Naja, ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Tja, also, das ist Sergeant Kramers Entscheidung. Ich könnte ihm das direkt persönlich sagen, wenn ihr wollt. Netter Versuch. Aber wir warten einfach hier auf ihn. Wow. Nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. Was können wir denn jetzt noch machen? Zu riskant. Die würden mich erwischen, wenn ich versuche, durchs Fenster abzuhauen. Ja, stimmt. Ich will niemand vergiften. Och Mann. So, wer will ein kühles Blondes? Bist ein Lebensretter, Kleiner. Ja, das höre ich öfter. Obwohl die meisten Leute denken, ich sei einfach nur sarkastisch. Hey, mach sie wenigstens für uns auf. Das sind keine Schraubverschlüsse. Wir sind doch keine Superhelden. Ah, wie Superhelden sieht der echt nicht aus. Aber Matt genauso wenig. Und ich habe gesehen, wie er Flaschen mit seinem Ohr aufgemacht hat. Außerdem, der Gedanke zählt, oder? Nein, Kleiner. Alkohol ist, was zählt. Und der ist noch nicht in meiner Leber angekommen. Okay, okay. Wie machen wir das denn jetzt auf? Die Rasierklinge ist übrigens weg, sehe ich gerade. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Oh, mein Dietrich ist total im Eimer. Den kann... Wie kriegen wir das denn jetzt auf? Vergiss es. Mit der Fernbedienung? Nee. So wie es ja Leute gibt, die mit ihrem Handy versuchen, eine Flasche aufzumachen, die mit einmal das Handy damit zerstören, ne? Mit den Eiszapfen irgendwie oder so? Lieber nicht. Warte mal mit seinem Ohr. Tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überreste entweihen muss, aber ich habe keine Wahl. Ich wusste, dass ich mich ein letztes Mal auf dich verlassen kann. Oder mit seiner Nase. Okay. Oder so. Er ist gefroren. Oh Mann. Du hast es also endlich Oh Mann. Naja. Haben wir wenigstens die Flaschen geöffnet, ne?
Hey, hat dir jemand Importbier gesagt? Nein, aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Tja, hier gibt's nur feinste Qualität. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Oder doch? Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst? Lass es. Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel hier, okay? Okay. Auf den Gefrorenen. Auf den Gefrorenen. Ja. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Ich störe mal lieber nicht. Die wirken sehr inspiriert. Okay. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Zu riskant. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al. Der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alten Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasser... Oh, was machen wir denn jetzt damit? Ich glaube, das Eis einparfümieren bringt auch nichts. Okay. Das wollte ich schon immer mal machen. Klappt ja nicht. Da strömt scheinbar Gas aus. Und jetzt? Bist du irre? Ich will nicht, dass mir das Ding im Gesicht explodiert. Nein. 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 Auf all die Nein. Kann ich nicht. Ist von außen verschlossen. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Keine Ahnung, warum. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Nein. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al. Der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren ge... Wie kriegen wir diese Schublade eigentlich auf? Der ist leider völlig unbrauchbar. Der Lieferschein für das Päckchen, das ich bei der CypherCon abgeben soll. Ah, was denn jetzt noch? Ja. Was müssen wir denn jetzt machen, bitte?
Wir müssen hier raus, das weiß ich. Das weiß ich. Nein. Oh. Klappt das? Moment. Was zur Hölle war das? Oh, nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Tut mir leid. Schon okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Autsch. Warte mal, ich will was suchen. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Warum nicht? Das muss ich doch nicht... Warum nicht? Das muss ich... Was machen wir denn jetzt? Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Das muss ich doch nicht... Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Das muss ich doch nicht auf... Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Lieber nicht. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Er ist leider völlig... Und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet Grund. Hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war jetzt haben wir die Gabel, aber wissen nicht, was wir damit machen sollen, oder wie. Jetzt haben wir das nächste Problem. Naja, aber gut. Dann würde ich sagen, ich werde hier erstmal Feier machen für heute. Wir schauen dann beim nächsten Mal, wie wir weiterkommen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Wendell's Monday. Bis dann. Ciao, ciao.